Menschen haben nun einmal das Vertrauen verloren, dass Europa ihnen gut tut und dass Europa richtig ist. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Der Eklat von Straßburg. Unser Reporter wird rausgeschmissen und zuvor flüchten Abgeordnete vor unserer Kamera. Und das alles nur, weil wir sehen wollten, ob einige Abgeordnete immer noch abkassieren. Sie bekommen so viel Geld wie keine anderen Politiker, EU-Abgeordnete. Egal, ob sie da sind oder nicht, gibt es Diäten in Höhe von 7.339 Euro. Zusätzlich bekommen die Parlamentarier eine steuerfreie Kostenpauschale von 3.980 Euro plus 284 Euro pro Sitzungstag im Parlament. Macht im Monat bei durchschnittlich 12 Sitzungstagen noch einmal mindestens 3.408 Euro netto. Macht zusammen 14.727 Euro im Monat. So, dass unterm Strich ein durchschnittlicher Europaparlamentarier netto mehr Geld verdient als die Frau Bundeskanzler Merkel. Da stimmt was in der Leistung nicht, da stimmt was in der Verantwortung nicht. Und man will es natürlich verstecken vor den Wählern und darum hat man es ja so ungern, wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut. Genau das haben wir gestern Morgen getan. Seit Jahren heißt es, dass einige Abgeordnete sich zum Beispiel freitags früh in die Anwesenheitslisten eintragen, um noch einmal Tagegeld zu kassieren und dann abreisen. Und tatsächlich, um 6:45 in der Früh entdecken wir diesen Abgeordneten mit Koffer vorm Parlament. Sind Sie nur hier, um sich nochmal einzutragen, das Geld mitzunehmen? Das geht Sie nichts an. Oben vor dem Büro, in dem sich die Abgeordneten in die Anwesenheitslisten eintragen können, eine ganze Schlange von Abgeordneten mit Koffern. Zum Beispiel die irische Abgeordnete Cathy Sennett. Sie droht mit Klage, je nachdem, wie wir über sie berichten werden. Ich wäre an Ihrer Stelle sehr vorsichtig, was Sie senden, über mich sagen. Ich habe jetzt um 7 Uhr schon 7 Stunden gearbeitet, sagt sie. Aber für eine Nachtschicht im Parlament ist das Tagegeld von 284 Euro nicht gedacht. Dutzende Abgeordnete tun es und tragen sich morgens um 7 in die Anwesenheitsliste ein. Es ist 7 Uhr morgens, was machen Sie hier mit Ihrem Koffer? Nun, ich habe in meinem Wahlkreis heute noch zu arbeiten. Aber dafür ist das Tagegeld doch gar nicht gedacht. Anderen Abgeordneten scheint es so unangenehm zu sein, dass wir sie beobachten, dass sie es vorziehen, sich nicht in die Anwesenheitsliste einzutragen. Sie kommen aus dem Aufzug, waren sie auf dem Weg, sich für das Tagegeld einzutragen? Und verlassen die Etage schnell wieder, ohne Kommentar. Warum laufen Sie weg? Schämen Sie sich dafür, dass Sie sich hier eintragen wollten? Diese Abgeordnete aus Deutschland werden Sie in wenigen Augenblicken kennenlernen. Kurz zumindest. Hiltrud Breyer von den Grünen. Kommen Sie doch rein, was ist denn das Problem? Ich finde es unverschämt. Warum ist das denn unverschämt? Haben Sie ein schlechtes Gefühl, sich jetzt hier gerade ein... Überhaupt kein schlechtes Gefühl. Warum sprechen Sie nicht mit uns? Sie sind Abgeordnete des Europäischen Parlamentes. Hiltrud Breyer will ihr Gesicht nicht zeigen und verlässt über die Treppe die Tagegeldetage, ohne sich in die Liste einzutragen. Morgen, Frau Gebhardt, Meyer ist mein Name, RTL Fernsehen. Ja. Warum haben Sie sich jetzt hier eingetragen? Weil ich hier noch arbeite heute hier, ja. Aber jetzt ist das ja eigentlich nur Geld für Tage, wo auch tatsächlich abgestimmt wird im EU-Parlament. Also ich arbeite hier im Europäischen Parlament, ich habe noch vieles zu tun. Ich habe eine zusätzliche Übernachtung gehabt und es ist ein normaler Tag, ein normaler Arbeitstag für eine Abgeordnete. Wir arbeiten ja nicht nur, wenn wir abzustimmen haben im Parlament, sondern wir müssen unsere Dossiers ja auch vorbereiten. Aber dafür bekommen Sie ein ganz normales Gehalt, was ja, ist auch nicht so schlecht. Ja. Nein, also ich bekomme mein Gehalt, das ist richtig, aber ich bin hier und es ist zulässig, dass ich hier unterschreibe und dann mache ich es auch. Das heißt, man nimmt das mit, was man bekommen kann. Ist das der Gedanke, der dahinter steckt? Nein, ganz bestimmt nicht. Nein. Also ich bitte Sie. Haben Sie uns gesehen? Der hätte schon längst geschafft. Nachdem wir 2 Stunden lang beobachten konnten, wie Abgeordnete abkassieren, taucht der Sicherheitsdienst des Parlaments auf, will, dass wir aufhören zu drehen. Okay, Mr. Martin. Wir dürfen auf dem Flur drehen. Trotzdem passiert kurz darauf das Unfassbare. Der Generalsekretär des EU-Parlaments ordnet an, dass wir das Gebäude verlassen müssen. Ich darf hier filmen.
Ich möchte jetzt gerne mit jemandem von der Pressestelle sprechen. Nein, nein. Ich protestiere auf das Entschiedenste, dass Sie hier die Arbeit eines freien Journalisten behindern. Der Verweis unseres Reporters aus dem EU-Parlament. Er scheint zu zeigen, wenn es ums Geld geht, setzen die Volksvertreter ihre eigenen Prioritäten. Dann muss offenbar auch mal die Pressefreiheit zurückstehen. Silvana Koch-Merin diese Woche in Straßburg. Der Job der EU-Abgeordneten ist der einzige, der ihr nach der Affäre um ihre Doktorarbeit noch geblieben ist. Doch gilt sie in Straßburg nicht gerade als fleißig. Vor 2 Jahren machte sie Schlagzeilen mit angeblichen Fehlzeiten im Parlament. Und was sie heute macht, darüber redet sie nicht so gerne. Wir wollen mit Ihnen über Ihre Arbeitsmoral im Europäischen Parlament sprechen. Herzlichen Dank, aber kein Interesse. Wann waren Sie das letzte Mal im Petitionsausschuss? Der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments. Es ist der einzige Ausschuss, in dem Silvana Koch-Merin Vollmitglied ist. Nur schwänzt sie leider permanent die Sitzungen. Margarete Auken, eine dänische Abgeordnete, kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal dort gesehen hat. Ich habe keine Ahnung, wann das war. Ich könnte sie wahrscheinlich noch nicht einmal erkennen. Nach Panorama-Recherchen war Silvana Koch-Merin im Petitionsausschuss das letzte Mal im November 2009. 2010 und 2011 glänzte sie, das belegen die Protokolle, bei jeder Sitzung mit Abwesenheit. Bürger kommen in unseren Ausschuss, sie können dort vorsprechen, wir hören sie an. Und darum ist die bloße Anwesenheit auch so wichtig. Wenn du nicht da bist, dann respektierst du die Probleme der Bürger nicht. Ist es richtig, dass Sie in diesem Jahr noch nicht einmal im Petitionsausschuss waren? Glauben Sie nicht, der Bürger möchte da eine Antwort haben? Bei Parlamentssitzungen ist Koch-Merin zwar regelmäßig anwesend, aber Ausschussarbeit mag sie offenbar nicht. Auch im Ausschuss Industrie, Forschung und Energie, in dem sie bis Juni stellvertretendes und zeitweise Vollmitglied war, schwänzte sie fast jede Sitzung. Dabei ist Ausschussarbeit doch so wichtig im Europaparlament. Die eigentliche Arbeit, die Detailarbeit, findet ausschließlich in den Ausschüssen statt, sodass die Ausschussarbeit eigentlich die zentrale Arbeitsstelle ist für einen Abgeordneten in einem Parlament. Wenn sie dort nur ein Ausschussmitglied ist und gar nicht erscheint, dann arbeitet sie dort nicht. Und das bedeutet, sie kommt ihren Pflichten nicht nach. Wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass Koch-Merin mit ihrer Arbeitsmoral Schlagzeilen produziert. Auch wenn ihr Förderer immer großzügig darüber hinweggesehen hat. Sie vertritt uns erstklassig im Europaparlament. Wenn sie denn dann mal da war. Die Niederung der Gesetzesarbeit war nie Koch-Merins Sache. Dafür aber ihr einzigartiges Politikposieren in bunten Blättern. Tja, die Frau Koch-Merin, das ist eine Kollegin, die ihre Aktivitäten in der vergangenen Wahlperiode mehr außerhalb des Parlaments entfacht hat als innerhalb des Parlaments. Und das führt vielleicht zu Popularität bei Leuten außerhalb des Parlaments und weniger bei Leuten innerhalb des Parlaments. Doch Koch-Merin haben solche Warnschüsse offenbar wenig beeindruckt. Bei der Kritik, mit der sie konfrontiert ist in der Öffentlichkeit, bei ihrem Doktortitel oder vor 2 Jahren bei der Anwesenheit im Europaparlament, da würde man doch eigentlich erwarten, dass sie sich jetzt besonders ins Zeug legt. Und das tut sie eben gerade nicht. Hoffentlich hat sie kein Gefühl dafür, dass sie für etwas gewählt worden ist und dafür auch arbeiten muss. Und nicht etwa, dass sie gewählt worden ist, damit sie vom Europäischen Parlament finanziert wird. Über 30.000 Euro monatlich kostet im Durchschnitt ein Europaabgeordneter den Steuerzahler. In ihr Wahlkreisbüro in Karlsruhe scheint Koch-Merin davon nicht viel investiert zu haben. Täglich haben wir in den letzten 2 Wochen versucht, dort jemanden zu erreichen. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von 017-2845. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Sie haben das Vertrauen verloren, dass Europa Ihnen gut tut und dass Europa richtig ist. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen.